Moin oder was? So, müssen wir das mal ganz fix hier umtragen. Da kracht es ein bisschen im Spielplan. Dann mal natürlich auf Vlogger. Jetzt weiß ich noch nicht, welches wann kommt. Red Rode, Digital Lockdown. Noch ein Ticken größer. Doktor, ach, das stimmt. Ah, okay. Ne, die heißt nur Revolt, oder? Nur Revolt. So, jetzt sollte das soweit richtig sein. Passt mal, 7 Jahre bin weg. Na, geh mal rein, ne? Heute wird gut, hab ich gehört. Die Musik ist wieder so laut, ich versteh's nicht. Kann ich das nicht? Willst du mir hier von der Pro League ändern? Ach, Bruder. Ah, es ist so laut. Und es ist so leise. So, ich glaube, das ist gut. So, da warte ich auf meinen Kamerad Waldo. Jetzt ist wieder überhaupt keine Musik. Jetzt muss da sein. So, da schauen wir mal direkt rein. Erstes Spiel gegen Ried Rode. 3 Spiele, 3 Siege. 11-14 Tore. Ich weiß gar nicht, ob wir die Jungs auch im Pokal hatten. Also im Penguin Cup. Penguin Cup. Bruder, was muss ich hier lesen? Keine Seele, rotes Haar. Timo ist wohl wieder da. Gut. Die Bros haben leider keinen Stream.
Dein Kader, der Kader inaktiv. Oh, das sind aber nicht viele. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Okay. Hast schon Discord an, bin zum Anstoß da. Ja, Discord ist an. Du müsstest dann nur mal einladen. Also in die Party. Können wir nochmal kurz gucken. Ah, Spieltermine, da war das 1-2 gegen die Bankros. 2-1 gegen Core leider verloren. Das war nicht der beste Tag, aber verlieren muss das trotzdem nicht. Rellinghausen, oder? Kann ich mich jetzt gar nicht dran erinnern. Ja, aber wie man sieht, auf jeden Fall alles sehr enge Games und ich gehe heute auch von sehr, sehr engen Games aus. Sachse meinte vorhin, Revolt wäre letztes Jahr Meister geworden. Also das wäre ja mal ein ordentliches Brett. Mit Digital wissen wir ja durch den Pinguin Cup, da, ja, das ist wahrscheinlich sogar die Messlatte, würde ich jetzt mal so. Also die Messlatte im Sinne, das ist die höchste, die höchste Latte. Ja, wie man hier sieht, Rellinghausen Erster. Wir haben den John die ersten Punkte abgezogen. Das schmeckt. Die Latte, die größte. Ja, nach mir natürlich. Ja, wo waren wir jetzt? Jetzt bin ich abgelenkt von der Latte. Wie kommen wir da jetzt wieder raus? Da. 5 Spiele, 3 Siege, 1 Unentschieden, 1 Sieg, eine Niederlage ist okay. 6-4 Tore ist natürlich kritisch. Verteidigungsmäßig top, offensiv eher flop. Da sind wir, da sind wir maximal 15., 16. Also Ben, weißt du, was Phase ist? Du hast dich heute in Formel 1 genug ausgeruht. Was haben wir dann? 48. Schauen wir mal, ob sich beim Sachsen schon was tut. Da haben wir die Aufstellung. Big Ben, Castrinho, Bushi, Twisty, Lukas, Sachse, Donut, Venom, Mizugi und Kawainiko und auf der 10 natürlich the greatest of all time. Flashback Richter. Nikolas Richter. Nach dem Spiel Icon Pack. Ja, machen wir. Wir machen 2 Icon Packs, meinst du? Jetzt heißt es warten. Können wir ja mal kurz. Ja, gehen wir mal rein. In die Jelly. Und 100.000 Zuschauer. Liebe. Schön, dass du hier warst. Ich bin auch eingeladen, aber ich hab den Hello Bear gesagt. Hast du noch das Rift? Nee. Ich glaube, das ist sehr laut. Oh, Solution mit dem Kill. Warte mal. Schön, Harry. Nee, doch. Hä? Die wurden wieder hochgeholt. Die wurden alle wieder hochgeholt, Chat. Die wurden hochgeholt. Danny hat auch noch Rojo geholt. Oh, der war so white. Ich bin auch da. Ja. Bin drin. Oh, er muss nochmal schießen. Okay. Ich glaube, ich laggy aus. Er holt sich einen Pro. Ta. Ja. Da sehe ich mich halt auch. Jetzt heißt es einfach warten.
Hoffen wir, dass es pünktlich losgeht. Obwohl heute zwischen Spiel 1 und 2 haben wir einen ewig langen Puffer. Also wenn alles gut läuft, ist das Spiel um 10 nach durch. Und dann haben wir 40 Minuten Zeit bis zum zweiten. Da haben wir heute auch wieder was vorbereitet natürlich. Da geht's Richtung Erdkern. Gucken, ob bei denen jetzt ein Stream läuft. Stream. Donika TV ist offline. Ist immer noch offline. Hat letzten Monat zuletzt gestreamt. Oh. Hey, warum? Nico streamt. Ach so, wegen den. Hab dich eingeladen. Jo. Bei Bots Encap hat sie eingeladen. Ich gehört. Hallo? Hallo? Okay, Waldo, ich höre dich auf jeden Fall nicht. Hallo? Ja, jetzt? Ja, moin. Worüber höre ich dich denn jetzt? Xbox. Ach da, Xbox. Ja, moin, schön, dass du es einrichten konntest. Aber sehe ich ihn noch kurz gemastet. Schauen wir doch mal kurz. Kurze Frage an dich. Bevor das Spiel startet, kannst du mir nochmal die 4-5 Spieler nennen, die du aufgeschrieben hast? Lautaro, Oblak. Diese Lautaro. Wer war denn da noch dabei? Oh, Pop. Pop. Dann die von Lyon. Die zentrale 86er, glaube ich. Geo. Ødegaard. Nee, Ødegaard haben wir ja reingesteckt, ne? Ødegaard reingesteckt. Jones. Aber das weiß ich jetzt gar nicht. Oh, wer war denn das noch? Lautaro, Oblak. Die, Martinez, Pop. Ja, das sind 5. Gut. Mal kurz. 86er tut sich gar nichts. Jetzt sagst du es mir nochmal kurz. Danke. Pop, Oblak, oh, es geht hier los, Lautaro, Oblak, oder war Oblak? Oh, das ist jetzt komplett aus dem Film. Ja, jetzt krass. Ja, mach einfach Pop, Lautaro. Pop, Lautaro und Mead. Jetzt gehen wir erstmal in die Games. Jungs, ich wegen Clips von Größe auch den Stream angemacht, daher du könntest vielleicht, falls ihr mal Bock habt, tauschen. Jo, danke Leon. Leon, der Kameramann, wie beim Tiger in den Club damals. ja, gehen wir rein. Erste Game gegen die Jungs von Riedrode, ungeschlagen. Könnten Kracher werden. So, Musik aus. Riedrode, die alten Hessen. X not Putty.
Kann nur mit dem Chipper, aber dank easy. Oh, das ist ein schlechter Ball. Brando, Twister, wichtig. Ja, vor allem gilt es jetzt direkt in den ersten Minuten, die Angespanntheit direkt abzulegen. Boah, das ist ein super Ball. Der geht in die Box. Buschi vom Tor, Abschluss 1-0. Kurze Eck. Oh, ins kurze Eck, 1-0. Ja, schön gewartet. Er ist halt auch erfahren. Mit Brille. Und da wird er bestiegen von Duncan. Super Pass von Ben. Auch wenn ich nicht glaube, dass der gewollt war. Wichtig. Wichtiges Ding, so früh zu Beginn des Spiels. Und oh, da gehen sie direkt ins Pressing über. Okay. Boom, Mikey. Ah, Bruder, was habe ich jetzt gemacht? Viel Erfolg. Ey, Paddy, danke dir mal lieber. Euch auch. Ja, gut, von Twister. Ja, spannend. Nach dem, wann war das? Donnerstag? Der bisschen. Ja, auf jeden Fall. Ein bisschen Halbgabber. Oh, das ist ein schöner Öffner da. Buschi läuft im zweiten. Nee, der stoppt da ab. Der ein bisschen Halbgabber. Ja. Wieder gut machen würde ich nicht sagen, aber mal einen drauflegen. Gut, antizipiert von Ben reicht nicht. Schade. Salim muss ins Laufduell. Der Ball kommt. Nico, okay. Da ist es 1-1. Ging schnell. Die Jungs dürfen sich davon einfach nicht beirren lassen. Nee. Gute Freistoßsituation. Oh, schade. Oh, da ist gar kein Fokus vorhanden. So. Guni treibt an. Mit Überlauf. Auf geht's, Guni. Coutinho, Übersteiger. La Croqueta gegen zwei. Oh, gute Aktion. Aber auch gut verteidigt. Auf den zweiten, die kommt, aber Sally ist da. Ah, leicht schwitzige Hände, also, bin ich ehrlich. Bin ich vollkommen in Ordnung. Wieder außerhalb, wieder Mikey. Never los mit dem Chipper, danke. Ben übernimmt und Buschi mit Grün. Günni macht wieder die Meter. Na, Innenballrolle, Flanke auf den zweiten. Das ist super gespielt, aber Cavallinico. Das geht schnell. Warum geht's doch hin und her? Oh, der LBY kommt überragend. Ben mit Platz, aber schlecht im ersten Kontakt. Oh, ist das bitter. Oh, Sally ohne Fokus. Komm, Brandon macht sich auf den Weg. Richtung Box. Oh, wichtiger Safe.
Ah, die Variante, nee. Das ist gar nicht gut. Abschluss, Nico und nachfassen. Die Variante da mit dem... Ah, wie sagt man? Vorne an Fünfer. Ein bisschen weiter raus. Sieht man hier öfters auf dem Blazy. Oder PC. Stark von Mikey hier, aber... Paddy. Ah, wie schick von Twister. 35 Minuten gespielt. Locken sie uns mal ein Stück raus. Ja, und da fliegt der diagonale Ball und der fliegt überragend. Gönni macht sich auf den Weg. Gut. Und das ist es 2-1. Ja, 1-2. Ja, da haben sie sich absolut locken lassen. Das ist bitter. Ja, aber man muss auch so ehrlich sagen, es ist auch absolut verdient. Ja, stimmt. Jetzt mal ein schöner Angriff. Oh, guter Ball von Abschluss. Oh, da ist ein Fuß dazwischen. Schade. Flanke auf den zweiten Ben. Nee. Dom ist dabei. Oh, schöner Ball von Twister. Von außen. Oh, nee. Sag's jetzt mal mit Platz. Vorbei sieht Nico. Oh, Bruder. Zu viel gewollt. Ich habe mir gedacht, das ist 5 Meter oder irgendwas. Ja. Jetzt nach dem Gegentor wieder 2 bessere Aktionen. Aber sonst muss man ehrlicherweise sagen, geht wurde schon spielbestimmt. Schon gut am Drücker. Das Sachse geht hier kurz die Größen durch, was ja Regel ist. Geht's auch direkt weiter. Oh, gut, aber von schöner Steckball. Oh, das reicht nicht. Da kommt die schneller auf Duncan. Oh, Dommer muss hin. Ah, gute noch Aktion. Zeit. Schon gemacht, Chip auf dem zweiten gewinnt Donald nicht. Mikey, Abschluss 2-2. Oh, ist das wichtig. Auch mal die Verteidiger ins Rennen schicken. Ja, auch mal ein Lucio machen. Oh, das war ein Waldesanstoß. Und jetzt dranbleiben. Keine Ahnung, was Nico damit gemeint ist. Oh, warum kommt der nicht hoch? Oh, die früher war gut für Nico. Oh, da bekommt jeder Fokus, außer der, wo man bekommen soll. Die Jungs von Gedrode machen sehr viel Druck, greifen direkt mit 3 Männern mindestens an. Schön zu sehen. Oh, das war nix. Ja, das fehlt mir bei uns so ein bisschen, das Pressing. Das hatten wir die letzten Jahre auch schon mal besser. Der Diagonale.
spielen so schön. Coutinho, aber Mikey stark. Und gut rausgespielt. Ah, schade. Ja, sie spielen einen feinen Ball. Auf jeden Fall. Aber gut gelöst. Castrinho hat viel Platz. Ja, das kommt, wenn Lukas nachkommt. Ja. Guter Ball, gut gesehen. Ja, leider ein bisschen Rücken. Twister. Komm, bleib dran. Ach, er hat die Murmel. Jetzt ist die Zentrale offen. Das ist 3 gegen 3. Boah, wichtig durchgesetzt von Twister. Ja, sehr schön. Gut gedacht. Oh, und gut nachgesetzt vor allem. Ja, Jungs, wenn es nicht geht, einfach mal hinten rum. Ja, genau. Ja. Schön die Kohle laufen lassen. Oh, das ist ein guter Ball, Castrinho. Guter Touch. Aber call me Brandon. Wieder aufgepasst von Twister, aber der Ball war abgefälscht. Wahrscheinlich am zweiten geht er. Oh, das war wichtig, Nico. Castrinho macht wieder den Weg. Ben wartet, bis Buschi überläuft. Ja, da kommt der Ball ab in die Box. Abschluss. Oh. So ein Kreppel. Oh, das war knapp. Oh, da ist die Linie durch. Das ist alles ein bisschen einfach. Sali Mussali ist da. Ja, lösen die Jungs gut. Lukas sieht Buschi wieder. Der Ball kommt direkt. Flanke auf den zweiten. Da ist nichts. Oh, je. 2-2 wäre ein Arbeitspunkt. Jetzt haben sie die Überzahl. Da geht in die Mitte. Coutinho, aber wieder Mikey macht ein Topspiel. Ja, Buschi von Buschi. Wir gehen klein in die letzten 10 Minuten. Mit dem guten Elbe Y. Der Chipper Ben, nee. Oh, 3 gegen 3. Wem geht er noch mit? Das ist der vierte, Kommi Brandon. Aber sehr stark von Sachse. Ja, gut gelöst. Jetzt haben sie wieder ein bisschen Platz. Ben wäre ja. Oh, stark von Sali, aber ein Kackball. Mikey muss unten mit. Ja, sehr stark wieder verteidigt. Oh, ein freier Ball, aber er macht's wieder gut. Oh, jetzt laufen sie sich selbst über den Haufen. Ja. Es macht es euch nicht so schwer. Komm, wie Brandon setzt sich durch, Flanke, aber. Und Benson. Und Buschi hat Platz. So, macht er gut. Und schönes Ding auf Sachse. Oh, und das jetzt nass. Da kam echt einer mit seinem dritten Bein dazwischen. Oh. Kawaii Nico mit dem Fokus. Ja, das ist die 90. Letzte Sekunde. Und das Spiel ist aus.
2-2. Ich würde behaupten, leistungsgerecht jetzt am Ende. Die zweite Halbzeit waren wir doch. Sind wir da besser reinkommen? So. Sah am Anfang aus, nicht ganz ausgeglichen aus. Aber ein verdienter Punkt. Ja, jetzt zum Spielende würde ich auch sagen, verdient. Die erste Halbzeit haben sie vielleicht schon ein bisschen gebraucht, um sich darauf einzustellen, wie der Gegner spielt. Diese Diagonalbälle, ja, absolut. Die waren schon wild. Das 2-1 war extrem bitter. Die LBY, ja, ein bisschen locken lassen und dann Abfahrt. So. PD Ducks in Live. Bodatos. Oh. So, machen wir mal ein bisschen Musik. Ja, weil du, wie schaut's aus mit dem Eigenback? Schon fertig. Ja, dann machen wir das Thema. Ja, gleich mache ich gleich. Geht übrigens, es gab nur eins. Wie, es gab nur eins? Es gab nur eins. Was meinst Man du? Man kann es nicht zweimal machen. Achso, weil drunter steht repeatable. Da steht wiederholbar 1, aber das ist, glaube ich, irgendwie aus? Ein Fake News. 2-2, Paddy. Ich weiß nicht, du kannst vielleicht kurz was schreiben, wie die Jungs so einzuschätzen sind, Reed Rode. Wir haben sie jetzt mal im oberen Drittel auf jeden Fall angesiedelt. Also ich persönlich. Mann, Bruder, halt die Fresse jetzt. Bruder, hockt aber auch da mit dem Lenkrad. Schwierig, aber schon weiter oben. Okay. Wo haben wir die Tabelle? Ja. Schauen wir mal, was für Gegner sie vorher hatten. FWK. Degerfelder E-Sport. Könnte auch ein Game. Achso, nee, das ist von... Ah, okay, okay. 6-1, Rote Teufel 3-2 und Audax Football 1-2. Ah, haben auf jeden Fall einen guten Ball gespielt. Würde ich jetzt mal so in den Raum werfen. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht zu gucken. Weil das Pressing auch ganz gut aussah. Aber die Jungs haben es gut gelöst. Mit guten Chippern hinter die Anlaufenden. Trotz Größenbegrenzung. Ja, stimmt, muss man dazu sagen. Nee, jetzt geht's erst gegen Digital. Also das war ein kleiner Fehler im Spielplan. Was heißt jetzt? Es dauert jetzt, ja, 35 Minuten. Dann ein paar Minuten, ja. Also geht euch was zu trinken holen, geht euch was zu essen holen, geht euch einen runterholen. Auch nicht viel besser im Sinne von... Und dann gehen wir rein. Das auch nicht viel besser im Sinne von Gegnerstärke. Das verstehe ich gerade nicht so. Na gut, ich glaube, hier wird es jetzt erstmal nichts tun. Wir können ja mal nebenbei, weil der Nico geschrieben hatte, mal die Torwartansicht reinhauen. Bis Waldo das Stream anmacht. Ist Discord okay, oder? Wahrscheinlich nicht, ne? Discord kann ich auf jeden Fall dann nicht zeigen hier. Aber mir ist egal. Kann ich nicht zeigen. Weil beide stark. Warte, ich stehe gerade am Schlauch. Ich sag dir, wie es ist. Ich sag dir ehrlich, wie es ist. Junge, beide Teams sind stark. Was für Teams denn? Du meinst jetzt Reed Rode und? Was
Nico-Typ. Ja. Kannst du mal Waldes in die Party einladen auf Xbox, bitte? I don't get it, Bro, da bin ich ehrlich, I don't get it. So. It's alright. Livestreaming. Da muss ich mich muten, ne? Nee. Kontoeinstellungen sind RIP. Jetzt hab ich wieder Kawainiko aufgemacht. Ich dreh durch. Machen wir mal ein Party rein. Für ein 1-0 gegen die Roten Teufel. Stream ist an. Sobi. Muss mich aber muten, ne? Ja, mute ich. Bis du siehst. Jungs, wir lassen uns hier ganz kurz den Arsch pölen. Aha, da werden auch die langen Bälle gespielt. Aha, der nächste lange Ball. Ich glaube, das wird mir erstmal einreichen. Ja, ohne LOB. Ach. Alle sind 4Z. Oder? Und O. Ja, da oben. Und ich mute mich. Ja. Jungs, wir gehen kurz ins Pack. Digga, jetzt ist das wieder Lautaro. Den haben wir doch schon wieder doppelt. Ja, haben wir. Aber ich glaube, das Pack ist tauschbar. Ja. Ja, wichtig. Hoch mit dem All. Leon, hast du schon ein Icon-Pack gemacht? Oder wer hat von uns schon ein Icon-Pack gemacht? Oh, Doglich, komm. Schade. Oder dieses Schwarze im Hintergrund ist so verwirrt. Dachte eben auch, es wäre ein Inform. Ja. Schade. So, warte mal, du schwitzt jetzt über Waldes. Inform, oder? Ah ne, das ist so eine Dingskarte, so eine Yara-Karte, ne? Ich dachte auch Ach, eben. Ach, Lauro. Verbaitet. Lauro. So, jetzt geht's ans Eingemachte gleich. Da ist es. Da ist es. Da wartet er. Der alte Shira. Man tendiert auch auf Bobby Moore. Wer Brüschle? Oh, Aufregung ist da. 83er, wichtig. Aufregung ist da. Scheiße. Ja, Mio, oh, dann hat man... Angst, ein bisschen Angst aufzumachen, aber scheiß drauf. Ja. Das kann nichts werden. England, da kracht's. Es ist wirklich Bobby Moore. Nee, Sol Campbell. Ach du Scheiße. Das ist Sol Campbell. Sol Campbell kostet 170k. Ja, aber... Das ist halt kein Packlack, ne? Ja. Würde ich aber sagen, beste Icon, die wir bisher haben. Da geht doch bestimmt noch eins. Es gibt keins mehr. Guck dir an, wie kacke er ist. Er hat 52 Beweglichkeit, Bruder. Er pieps beim Drehen.
komm, weg. Mach weg. Weg. Das ist ja. Er piepst beim Drehen. Team will keiner sehen. Narrativ, raus da. So, jetzt ist die Frage, was machen wir? 25 Minuten. Das kracht halt, ne? Ich hab eine Idee. Wenn ich eine Idee habe, dann... Ja, wenn es noch einen Ticken kleiner geht, ne? Sag mal Bescheid. Perfekt. Ist das nicht groß? Ah! Genau. Monaco. Jeden was dabei. Aber Nico muss hin. Hat Nico super. Alexandra Pop gezogen. Ich raste aus. Nee. Boah, ich raste aus. Oh nein. Ah, hab ich aber schon einmal. Ich habe eben auch verwendet. Ja, Leon van Dijk, was hast denn du gezogen? Hau mal raus jetzt. Oh, Bruder, jetzt haben die so Cover. Oh, Digga. Unterstrich N1C0. Space. Gerard. Oh, wie heißt der andere? Butter Toast und weiter. Ja. Ich hab 25 Streams offen. Ich weiß nicht, welcher ist. Game of the Week Spielerwahl gibt's wieder dreimal. Mann, Bruder, was ist... Ey. Mann, jetzt hab ich das zugemacht. Ey, Digga, es kracht. Warum ist das jetzt weg? Rein. Ich hoffe, das ist okay. Bisschen Content klau. Ach, Bruder, ich bin einfach unfähig. Warum ist das jetzt so weit oben? Aber es ist kein Kinomodus. Ist. Cole. Ach, Ashley Cole. Ah, okay. Na, süß, da haben wir Perfect Link. Oh, was hier für ein Chaos?
Ja gut, Herr Felde, unterhalt du mal die Leute. Gehen wir mal einen Kaffee holen. Ja. Das ist jetzt aktuell so ein Zeitvertreib. So. So. Was ist beim Sechse? Da hat der Mutter der Herd abgeklemmt. Ah, nice mit dem 4-2. Mm-hmm.
Ja. Oder es sind immer noch 25 Minuten, ne? Yes. Da weißt du halt echt nicht mit dir was anzufangen. Einspruch einschicken, Butter Toast, sehr gut. Twitch Clips. Ich glaube, ich würde Campbell mal testen. Bei der 54 Beweglichkeit dreht's mich. Ehrlich. Aber ja, gönn dir. Du hast doch am Anfang mit Stones gespielt. Stones war Meta. Sieh. Schön mit einem Hunter. Wir haben übrigens jetzt auch Yogo Jota im Verein. Ach, siehst du, das wollte ich ja noch machen. Ich hab's komplett vergessen. Alles gut, jetzt ist er da. Champs, noch 3 Spiele. Und dann? Sofort wieder da. Paddy, 0 Tore, 0 Vorlagen, Laura Leistung. Und dann haben wir die Quali. Ach so, ja, ach easy. Tage Zeit. Dings hast du schon gespielt. Mich gibt's auch noch. Wir hätten schon gedacht gewinnen. Ja, deswegen bin ich ja da. Aber hast du gesehen, wie unterschiedlich unsere Spielstile sind? Ja. Also das ist echt. Aber das ist auch die gesunde Abwechslung, die reingebracht werden muss. Was für die Spieler? Das auch. Oder sehe ich da richtig Kawhi Nico 56er Ping? Jo, warte mal. Sachse, ich weiß nicht, ob der mich hört. Digga. Nicht, dass er deswegen das. Das 2-1 da gefressen hat. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen. Nico mit K geschrieben? Ah ne, da steht es ja mit C. Kriegen wir jetzt hier bei beidem nichts zu sehen, oder was? Nicht so wirklich. Ja, ist ein bisschen. Och, jetzt hab ich wieder groß gemacht. Boah, was ist denn los? Komm ich denn zu Twitch einfach? Hä? Ja, Buddy Deutschli. Nico meint, das wäre nur, wenn er noch Stream anschaut. Auf Selbststream lag's nicht. So. Ja, ich wollte nur Bescheid geben. Falls es keinem aufgefallen ist. Das Bruder, ja. Kuss, danke, Kuss, das kannst du behalten, aber es ist dann nicht.
Der ölende Buddha. Ich will nicht wissen, was dem für ein Saft jeden Abend aus dem Arsch läuft. Dann nicht gut. Oh, das sind die letzten Sekunden. Er ist auf seiner Stelle. Meinst du, was? Sie muss warm werden. Oh, da muss er auch nachjustieren. Nee, das ist gar nicht gut. Das ist eine absolute Lacherzeit. Wichtig, sagt er, aber war schon krank kacke, ne? Das war schon krank kacke. Wichtig. Ja, es ist halt ABS. Und es kacke. Ist ABS von Vega. Ja, trotzdem. Dann schreiben wir doch mal ein, ja. Du merkst es komplett. Lacher. Ja. Ja. Hey Jungs, wie viel haben wir? 37, ich frage gefühlt alle 2 Minuten, sind immer noch 20 Minuten, geht's erst weiter. Wenn ihr noch irgendwas essen, trinken oder duschen müsst, dann Abfahrt. Oder einfach Einspruch eingelegt. Ja, hat er vorhin gesagt. Ich bin mal gespannt, wie es beurteilt wird. Sag ich ehrlich. Also, dass er ihn da wegschrubbt, hat man ja klar gesehen, aber... wie sagt man? Ran Accident. Wo hat denn der... Die Frage, was machen wir jetzt da? Einspruch. Splittenhüll-Strategie? Hier, Buddha toast. Gehen wir doch mal rein, aus seiner Sicht, komm. Nein. Danke, Tom! Direkt, ah, danke! Danke, Tom! Schauen wir noch ein letztes Mal. Martin. Danke, Tom! Ja. Ich sag Tom Bein ab. Oder macht die Strats, aber bei denen geht's ja wahrscheinlich erst in 20 Minuten los. Ich mach nochmal Paddy rein. Paddy spielt gegen. Ach, auch gegen Kalifis. Oder Kelfis. Gut. Pentagon. El Trau. Ah, jetzt spielen sie. Cool. Genau jetzt, wo ich raus wollte.
frisst die Keule, der Ball kommt. Sehr gut verteidigt von Chris. Füße dazwischen. Oh. Oh. Jetzt hatte Nico ein 3-Shopping. Weiß ich jetzt nicht, ob das so geil ist. Gerade als Torhüter. Guter Ballabschluss, 1-0, nice. Bambi. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the car.
da wird richtig hart gefightet. Wenn da jetzt noch irgendwas drin gewesen, dann. Ja. Also irgendwann wird es dann halt auch unangenehm, ne? Wenn du, keine Ahnung, in 4 Tagen irgendwie 4 Millionen ziehst. Definitiv. Da muss halt auch mal zwischendrin ein Camp rausspringen. Irgendwann muss ich nur das Bescheid weiß. Irgendwann könnte es sein, dass ich los muss. Weil ich muss meine Freundin abholen. Ja, kein Stress. Sie sind essen mit der Firma. Weihnachtsessen schon? Leider. Vor sonst keinen anderen Momentteil, Tag gefunden. Ah. Also, wenn morgen übermorgen die nächste eigene SPC kommt, wandert Campbell rein. Mit Gennaro und David. Und Resegé. Ja. Eigentlich schon. David bleibt hier. Wie David. Oh, das ist Track Limit. Trezeguet heißt auch David mit Vornamen. Ja. Trezeguet willst du behalten? Nee, Ginola. Achso. Ginola können wir auch rein. Egal. Oh, es kommt ein Safety Car. Mighty Mike ist out of the session. Und Fabix auch out of the session. Na gut, ist Monaco. Brauchen wir nicht zu schauen. Schauen wir mal rein beim Paddy. Da steht immer noch 62. Erling. Oh Bruder, ich hab Bock auf Fortnite. Sag ich, wie ist das? Heute keine. Nee, ja, heute auch nicht. Ich gehe dann duschen, noch was masten und dann will ich halt schon ein bisschen was vom Eligeli Cup sehen. Mast! Oh, Schummelt! Oh, ja, der spielt auch mit. Ja, die Teams irgendwie gelost. Ah ja. Ja, das ist schon krank, die sind ja auch die Teamanführer sozusagen, die sind vor Ort. Expedion? Ah, das ist okay. Oder wie heißt 3-1, nice. Oh, da gibt's irgendwie so ein. Oh, wie heißt die, Alter? Die haben da auf jeden Fall einen Haufen PCs rumstehen, da können die Leute zum Game rein. Das ist irgendwo mitten in Köln. Okay, das ist geil. Das habe ich glaube ich schon mal gehört. Und da hocken sie mit 30 Leuten. Wir wollten doch Simakar kaufen oder haben wir drüber nachgedacht, ne? Ja. Haben gerade gezogen. Oh, schmeckt. Der ist lecker. Aber ein Trade. Das passt. Nee, Trade. Ah. Oh, schöne Ball aus Gutern. Oh, backt sich durch. Nee.
aufpassen, der Sweat, aber gut kommt heute. Sind wir 52, ja gut, da haben wir es ja gleich. So, hoffen wir es mal. Oh, und da ist das 4-1 für Nice. GG. Wunsch zu Sieg. Wunsch zur Meisterschaft, würde Buschi jetzt sagen. Ah, den krieg ich ja wieder nicht hin, Lore. So. Mal ein bisschen Verwirrung hier. Sachse. So, Reed Rode ist abgehakt. Da ist auch noch immer kein Stream. Schade. Jetzt geht's gegen die Jungs von Digital. Die haben uns zum Pinguin. Was wird jetzt? Bitte? Das wird jetzt ordentlich. Ja, ich weiß gar nicht mehr. 6-1 und 6-0. Irgendwas in dem Dreh. Da hat's dann schon ordentlich gescherbelt. Mal auf die Tabelle. Also heute geht es an Wiedergutmachung. Ja, heute geht es wieder bei 0-0 los. Deshalb all good. 4 Spiele, 4 Siege, 12-4 Tore. Also eine weiße Weste. Ja. Ich bin sofort wieder da, kleiner Moment. Jo. Na gut, Reed Rode haben wir einen Unentschieden zugefügt. Ja, dann ist wirklich Digital die letzte Mannschaft mit einer perfekten Ausbeute. Ich glaub, das ist Motivation. Genug für die Jungs. Da schauen wir mal, ob die Brazen Stream für uns haben. Stream, da ist er doch, der Jeff. Jeff, da gehen wir nochmal rein. Die Jungs sind in der 72. Digital Sport. Ach, die liegen 1-0 hinten. Okay, wild, wild, wild. Der hat den Controller an, der Pro. Ah, dann haben wir die Chipper gespielt. Rote Teufel sind Patches Logo. Leon, bewerb dich doch mal als Schwimmer bei den Roten Teufel. Wie kracht der Stream? Ich weiß auch nicht so recht. Ach, weil ich hier wahrscheinlich über diese verwirrte Seite gucke. Ja. Ne, als IV. Ja, als, ja. Ja, IV hast du doch schon 100 Mal gespielt. Damals Stürmer.
Wenn jetzt mein Feuerzeug den Geist aufgibt, bin ich. Ich hab noch ein anderes gehabt. Warum Musik aus? Warum du machst so? Okay, Volt mit dem 2-0 in der 90. Gianluca Telli, ja, der Name sagt mir noch was. Boah, wow, heftiger Ball. Da hoffen wir jetzt, dass das bei den Jungs fix geht. Mit den Invites. Müssen da natürlich jetzt noch die Clips gemacht werden. Und. Unsere Leute stehen. Ich bleib mal hier drauf. Mein Stream ist wieder an, falls noch nicht gesehen. Doch, ich bin drauf. Gegen Revolt. Next Super League. League One, wo ist Revolt? Ah, das sind die Meister von letzter Saison. Aha. Also unsere zwei nächsten Gegner eben gegeneinander gespielt. Auch interessantes Game bei Revolt und Digital, muss man sagen. Ja. Da bin ich gespannt auf den Verlauf des heutigen Abends. Der Bruder, der hängt irgendwie noch im Menü. Doch nochmal den Clip machen. Kleinen Moment. Können wir mal schauen, was der Restart bei Bodatosh macht. Bodatosh ist restartet auf der 3, ist auf seinen roten Reifen geblieben. 27%. Tut sich noch immer nichts bei den Jungs? Oder hab ich den Stream? Nee. Eher nicht so Bock. Oder muss wohl? Und 3 Sekunden im Box. Hat die 11 Zuschauer, wo kommen die jetzt her? Hätte auch noch Mike.
ausnahmsweise auch waren. Was sind die live bei? Jetzt ist mal die Werbung. Ja. So, jetzt stellen Sie sich mal langsam. Zwei nach. Auch mal Monaco ohne Ideallinie fahren. Ja, das, Ben. Oder auf Weiß. 25 Runden auf Weiß. Wow. So, tut sich hier was? So, die haben es immer noch nicht geschafft. Schauen wir noch ein bisschen weiter, Buddha. Ja, Buddha, jetzt hängst du da hinter den der 2 fest. Der macht volle Lotte zu. Eieiei, war das der Flügel? Ach, ist das unangenehm. Jetzt hier tut schon immer nichts. Da fehlt noch immer der IV. Puh. 10 Minuten, ja. Buddha schneit ins Gesicht. Ja, undicht. Ja, du hast halt keine Chance, was zu machen. Ja, beim Buddha wird Runde für Runde die Zündschnur kürzer. Und jetzt dive da rein. Jetzt ist es mir egal. Ah, macht er gut. Oh, Double Overtake. Ah, hier tut sich immer noch nichts. Ah, jetzt haben sie es geschafft. Ist ja unfassbar. Ja. LOB geht kalt in das Spiel. Das ist natürlich immer sehr ehrenwert, wenn... Oh mein Gott. Wenn man 10 Minuten warten muss.
Ja. Das tut weh. Ja, das ist extrem schade, weil das nimmt halt immer so hart den Flow raus. Ich verstehe halt auch nicht. Die haben ja genauso 10 Minuten in der Lobby gehockt. Das ja. ist unverständlich, sowas. Aber ja. Schauen wir mal hier rein bei Paddy. Haben wir keine andere Wahl. Oh, Paddy mit dem Sweat. Nice, ne? Ich glaube, da tut sich was. Ja. Ja, Bushi, danke. Jetzt geht's los. Endlich. Boah. Nach. Mhm. Ich weiß, eine Stunde? Ja. Ja, drück mal Daumen. Jetzt einfach mal darauf ausgelegt, dass die Jungs durch die Niederlage eben leicht frustriert sind und nichts auf die Reihe kriegen. Das kann ich mir bei dem Team auch nicht vorstellen. Na, no, glaube ich auch nicht, aber. Aber ich darf auch nicht zu viel erzählen, weil Sachse sagt immer, ich beschwöre genau immer das Gegenteil. Oh. Mal gehen. Besser so. Und genau jetzt muss ich mich verabschieden. Super. Oh. Das ist natürlich. Ja. Oh, schlechter Ball. Das ist natürlich schade. Aber ich werde das Spiel im Stream weiterverfolgen. Easy. Mein Lieber. Vielleicht hören wir uns später nochmal. Jo, Mama. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. So, da wurde schon alleine gelassen. Kriegen wir. Nicole ist. Oh, schade. Ja, die Jungs spielen es clean. Der Übersteigerabschluss Nico da. Null.
Aber gut, wieder geholt. Schick von Donut. Ja. Das wird ein gutes Spiel. Wilder Ball. Übersteiger, DDG, Abschluss, stark von Nico und es gibt kein Elfmeter. Ja, und die Ecke kommt einfach. Was ist das für eine Backecke schon wieder? Das Kretsch den eigenen um diagonal. Das ist zu einfach. Ah, gut vom. Ja, das ist halt, da ist kein Flow jetzt drin. Wenn du da 15 Minuten rumhockst, spielen sie gut. Aber von Lukas Benson geht die Linie. Sweat Nico nochmal Ben. Ach, schade. Aber abseits. Gut durchgesetzt. Reicht nicht. Ja, mal zwei Aktionen gehabt. Wichtig für die Moral. Guter Ball. Sechste tankt sich durch. Oh, Kreppel. Ja, die Mitte darfst du nicht offen lassen. Nee, und dann so ein Ball. Richtig. Schön gelöst. Ah, Castrinho kommt nicht durch. Auf, ja, auf. Ah, stark von Buschi. Jetzt geht's wieder in die andere Richtung. Guter Weg von Castrinho. Oh, was ist das? Oh, was wäre das für ein gottloser Ball schon wieder gewesen? Uiuiui. Gute Idee, Ticken zu weit. Ja, die Jungs kommen besser ins Spiel. Oh,
und der Kleine gewinnt das Kopfballduell gegen Mikey und muss mitgegangen werden. G-Roulette, oi. Danke auf den zweiten, Nico ist da, wir gehen die Halbzeit. Ah, die Jungs kommen besser ins Spiel. Müssen wahrscheinlich jetzt noch warm werden, nach einer Viertelstunde nur Lobby. Was natürlich extrem bitter und vor allem auch schade ist, dass es ja, nicht anders zu lösen ist. So, weiter geht's. Oh, ein Ticken zu weit, schade. Oh, da gibt's das weite Brett, ist aber gut von Mikey. Gute Aktion. Stark von Lukas. Ah, die Jungs verteidigen sauber weg. Am Sachse, komm. Twister mit dem Ballverlust, Ari, Gold. Ah, gut von Nico. Linie geht, Ben macht die Meter, ja. Das Das Linie kommt kurz. Nee. Gianluca Telli. Twister Holten? Nein. Gut von Sally. Ah, das wusste Zambi. Ah, der ist noch drin. Ah, schön gelöst, schön gespielt. Nico kommt in die Box. Abschluss, Rebound. Oh, schade. Schön gespielt, Twister Buschi. Oh, er bleibt ein bisschen hängen.
Guter Angriff. Schöne Flanke. Oh. Komm, Ben. Gut wiedergeholt. Oh, gut gegangen. Gutes Pressing von Digital. Schwer zu um- oder überspielen. Schlechter Einwurf. Lösen sie gut. Kommt direkt der Lange, aber gut von Duncan. Gute Bewegung, Nico 2-0. Ach, ist das bitter. Ist das bitter. Benson, nee. Der schlägt den Ball übers komplette Feld. Nico mit dem Fokus. Das ist das 13-0. Also sowas habe ich ja auch noch nicht gesehen. Das ist ja geisteskrank. Das ist ja absolut geisteskrank. Da werden einfach die langen Bälle geblasen. Und es passt. Ja, Jungs, trotzdem gut gespielt dafür, dass ihr kalt starten durftet. Da ist alles gut. Hoffen wir jetzt, dass die anderen Gegner die Lobby direkt finden. Und dann geht's hoffentlich direkt weiter. Lockdown eSport, da schauen wir, ob die Brüder haben wieder kein Stream. Vor 3 Stunden hier haben sie was gepostet auf Facebook. Wir freuen uns auf Twitch. Hier. Die Jungs sind schon ready. Gut. Da hoffen wir, dass das hier klappt. Och, Bruder, was ist denn das für eine verwirrte Seite? Hä? Hey. Warum M-Twitch? So, jetzt mal wieder auf Twitch. So, die Jungs sind vollzählig, selbe System. Lockdown mit. Ja, das können wir zumachen hier. Die Tabelle ein bisschen aktueller, ja. 5 Spiele. Hä, da fehlt aber. Ne, fehlt's nicht. Schere. Lockdown eSport.
5 Spiele, 2 Siege, 3 Niederlagen, 9 zu 13 Tore. So, bei uns wird sich gestellt. Schade, Jungs, wirklich gutes Spiel. So, der Michael fehlt noch und dann wären wir ready. Ich hoffe, die Jungs sind auch soweit. Die warten schon gespannt. Kralle, Sven, Fischer, der Exekution, Hass, Swiss Express, Dark Puma, Ruhrpott, Kanone. So, jetzt mal ganz kurz hier Castrinho und Ben. Mal so 1-2 Tore, ne? Würde ich fühlen. Sag ich euch, wie es ist. Also von jedem 1-2. So, ein bisschen Stimmung hier in den Laden kriegen. Weit raus. Hoffen, dass alles klappt. Ist live. Ja. Heute sind sie alle live. Gut, da kam keine Invite an. Schade. Ah, oder jetzt legt auch noch Auge, FIFA Auge. Auge FIFA, ja. Fehlte Michael. Schauen wir mal ganz kurz beim Bruder tauscht. Bruder auf der 5.
Quasi. Ich habe dir schon erzählt mit Roman Weidenfeller, Claudio Pizarro war im Stream, Roman Weidenfeller und danach war Julia auch bei uns mit im Stream und wenn alles gut läuft und sie hat Bock, machen wir mit ihr ein Battle of the Socials. Ja. Ach, jetzt ist das ja wieder so verwirrt. Der Bruder, der hängt. Alles heute ein bisschen verhext hier. Spiel gefunden. Das looks good. Machen wir alles aus. Zähne hier rein. So Jungs, komm, jetzt 3 Punkte hier. Auch 3 Tore und 3 Punkte hier. Sie fest. Und Abfahrt. Danke, aber Nico, sicher. Nee, es reicht nicht. Gut von Trunks. Aber jetzt viel Platz. Komm, Buschi. Dann mach die Meter. Ist noch gut, wisst ihr? Ah, Castrinho, komm, Junge. Oh, nee. Kaum Dag Puma, gute Bewegung, Dinho. Oh, Castrinho jetzt mit viel Grün.
Schön gesehen im Rückraum. Buschi, Abschluss 1-0 LOB. Ah, let's go. Schön gespielt, schön festgemacht von Castro. Castrinho. Sachs überläuft gut. Am zweiten wartet Ben, kriegt den Ball. Ah. Aber in die Hände von der Kanone. Kalle Prokolo, die Linie. Oh. Knapp. Oh, schlechter Ballverlust. Dinho, Bramfeld, aber Lukas wichtig dazwischen. Uiuiui. Ui, ui. Oh. Oh, das ist ein sehr guter Ball. Dinho, Abschluss. Oh, da setzt nochmal nach. Auch mal kloppen. Ah, Nico macht die Meter. Schöne Situ, schön gespielt. Sachse, Abschluss 2-0. Zwei Chancen, zwei Tore. Das ist ein sehr... Oh, es war abseits. Nicht ganz drauf geachtet. Schade. Oh, das spielen sie gut, Nico. Nein, 2-1 nur noch. Bruder, der Nico spielt mit einem 50er Ping. 77er Ping, Bruder, mach den Stream aus. Oh, guter Ball, Castrinho, Ballrolle, 3-1. Von Nico. Ja, aber das geht nicht. Die New Gut von Mikey. Die Kurzhandspielstation fehlt. Setzen sie gut nach. Hastinho. Oh, gute Bewegung, Mikey, dazwischen. Wichtig. Und jetzt umschalten. Ah, das ist nix.
zurückgesetzt, nachgesetzt von Castrinho. Sachsa Abschluss. Ui. Es gibt Freischuss, ja. Das wird wahrscheinlich die letzte Aktion. Ja, nee. Schiri, komm. Ja. Puh, 3-1. Richtig die Tore gemacht. Aber auch hinten ein bisschen fahrlässig. Also das ist alles andere als safe. Ist er jetzt schon die Spieler durchgegangen? Ich check's nicht so ganz. Viel Platz hat. Sachse kann die Meter machen. Ben läuft am zweiten ein, den sieht er auch. Oh, aber die Killerkralle gut dazwischen. Flanke kommt. Oh ja. Sally 4-1. Töter noch dran, aber nicht entscheidend. Ah, cooler Bro. Schön gespielt. Oh, Benson abschaubert. 5-1. Wichtig, wichtig, wichtig. Nachgesetzt, Nico ist durch. Benson, Sweat, Castrinho, Rebound, 6-1. Oh, der Keeper tut mir ein bisschen leid. Ah, oh, je, je. Oh, da gibt es den nächsten Panel für Nico. Recordamos a los aficionados
abseits. Ja, schade. Gut dazwischen. Rallerkram, schön gesehen. Sven, Abschluss. Und Sally auf der Linie. Da hält er sein Wuselbart rein. Der Ball, Castillo macht sich auf den Weg. Schöne Übersicht, Twister. Und Abschluss. Gehen wir rein, die letzten 20 Minuten. Benson, Pfosten, Castrinho, Keeper, oh nö, nicht noch ein. Oh. Ich hätte es mit Castrinho natürlich gegönnt, aber der Keeper, der das ist immer dran, immer da, was. Unlucky. Oh, Abseits. Schraller auf dem Weg. Setzt sich durch gegen 2, gegen 3. Ja, Endstation Twister. Ja, sehr stark von Nico. Und so auf den Außen. Guter Ball. Castrinho. Anscheinend Ball gespielt. Sven treibt an. Swiss Express mit Ballrolle, Abschluss. Und wieder in die andere Richtung. Das war ein Ticken später. Ja. Schade. Auf den zweiten. Jetzt sind warum auch immer die Spielernamen weg. Kracht halt. Oh, guter Ball von Mikey. Also Buschi Abschluss. So, die letzte Aktion. Wunderbar von Nico, jetzt in der Box. Sieht den Sweat, Castrinho wird rangenommen.
Und Abpfiff GG 6-1. Es hat in den ersten Minuten nicht nach so einem hohen Ergebnis ausgesehen. Aber sehr wichtige drei Punkte, sehr, sehr wichtige drei Punkte. Ah, jetzt habe ich die Expected Goals nicht gesehen, kacke. Jetzt habe ich sie wieder nicht gesehen. Kurzen Clip an. Es hat in den ersten Minuten nicht nach so einem hohen Ergebnis ausgesehen. Oder warum hörst du mich jetzt? Da waren die Expected Goals. Expected Goals 7,3 zu 2,8. Naja. Gut. So, haben wir das auch abgehakt. Jetzt kommen wir zum letzten Spiel des Abends. Wir sehen es ja in der Clubgeschichte. Aufstieg, Aufstieg, Hall of Fame, Pro League Cup, Super League Cup, Hall of Fame, Deutscher Meister, Pro League Cup, Super Pro League, Deutscher Meister, Pro League Cup, Deutscher Pokal. Scheinen nicht so kacke zu sein, die Jungs von Revolt. Schauen wir mal, ob die Brüder einen Stream haben. Da ist ein Stream, jawohl. Die Jungs sind ready. Ich hoffe, unsere Jungs sind auch ready. Wenn das mir jetzt wieder da komisch aufmacht. Ne, so ist gut. Ja, selbe System. Bei uns kommt der letzte rein. Die Jungs sind vollzählig, perfekt. Hoffen wir, dass es direkt losgeht. Ah, wir können mal kurz gucken. Revolt aktualisieren. 6 Spiele, 2 Siege. Ach, 2. Bruder, es kracht. Es kracht. 4 Siege, 2 Unentschieden. 17 zu 2. Tore. Okay. Okay. Kurz gucken. Die Ergebnisse. 10 zu 1 gegen Loyalty. Okay. 5-0 gegen Easy. Ach, das ist wahrscheinlich wieder die falsche Liga, oder? Kracht es jetzt bei mir, oder? Ich glaube, bei mir kracht. 17 zu 2. Wo sind denn die anderen Spieler? Oh, hier gab's. Was ist hier passiert? Lobby Refresh? Ah, hier auch Lobby Refresh. Also irgendwie bin ich gerade nicht so auf der Höhe. Ah ja, haben auf jeden Fall 17 Tore geschossen. Die Jungs sind komplett. Wir sind auch komplett. Alle auf, wir gehen mal ins Letzte. Komm FIFA, kein Auge, kein gar nichts. Einfach spielen. Bisschen Musik. So, das hat doch geklappt.
So, was haben wir noch mit der Musik? Rein in die Zähne. Und das letzte Game für heute Abend. Ey, was ist denn jetzt los? Zähne, danke Leon, Kameramann Leon. Das ist irgendwie ein bisschen laut hier. So. Auf geht's, Männers. All for the game. Auf geht's. Aber macht einen ersten guten Weg. Sieht Castro Castro? Nee. Oh, das ist ein guter Chipper. Lukas muss mitkriegt ihn nicht. Abschuss Nico da. Oh, oh, oh. Das ging schnell. Kommt auf den Ever Bushi da. Bleibt an Tom hängen, setzt sich aber durch. Oh, da braucht Nico zu lang. Tom Menta sieht den Sweat. 1-0. Das war ein Ticken einfach. Das war ein Ticken sehr einfach. Und den nutzen die Jungs von Revolt auch aus. Spielen sie gut. La Tormenta, ich weiß nicht. Neurofunk. Der setzt sich gegen 2-3 durch, Nico da. Flanke wieder auf den Elfer, Salibe schick. Und dann kriegt ihn nicht weg. Geins auf den zweiten, aber der ist einen Ticken weit. Das ist gutes Pressing von Revolt. Aber jetzt kommen sie mal durch. Bushi mit der frühen Flanke. Castrinho, guter. Oh, mit dem Sweat, aber Bub dazwischen. Bub. Bob, Bob. Bub. Sachse macht die Meter, es reicht nicht mal auf dazwischen. Doch, Sachse kann nachsetzen, aber kriegt den Ball nicht zum Mann. Oh, und das ist ein brutaler Ball. Nico da, Nico. Abschluss, 2-0. Ja, gut. Also, die LBY, die müssen wir uns auf jeden Fall mal abgucken.
von Ben Castrinho freikriegt, den nicht Twister sieht. Lukas, Abschluss. Oh. Tom Menta macht sich auf den Weg, Übersteiger, aber Donuts dazwischen. Boah, das spielen sie schnell. Ah, Mikey, gut aufgepasst. Ja, gut gelöst. Lukas, ein bisschen Platz. Oh, ne. Oh, und da fliegt der nächste LBY. Tormenta geht die Linie. Sweat, Nico da. Den Rückraum, gute Bewegung, Pass und es gibt Abschuss, oder? Nee, Eckball. Bruder, was sehe ich hier? Stark von Nico mitgemacht. Spielt Neurofunk, sagst du dazwischen, muss ihn klären. Flanke auf den zweiten, sagst du, kriegt ihn nicht. Marv, Abschluss. Da hinten wieder hinterher, Azek, Abschluss 3-0. Wieder in der Vorwärtsbewegung. Das wird den Jungs auch ein bisschen einfach gemacht. Mal auf die Linie, Sweat, Donut dazwischen. Oh, stark von Nico, jetzt ist mal Platz. Ben kann in die Mitte ziehen. Sweat, da ist der Anschluss direkt vor der Halbzeit. Okay, here we go, Castrinho. Ein Fünkchen. Es braucht manchmal nur einen Funken. Das ist die letzte Aktion. Bushi, Sweat, Reichen, Chica dazwischen. Und das muss die Halbzeit sein. Schiedsrichter? Wollte ich nur erinnern. Ah, ja, gegen so einen Gegner, so Fehler. Da wirst du natürlich direkt bestraft. Brauchen wir uns nichts vorzumachen. Gehen wir kurz die Größen durch. So, Jungs, auf, die letzte Halbzeit. Haut normales raus, auf entspannt.
Gutes Dribbling von Nico. Sieht Twister Benson. Ah, oh, schade. Ja, und dann geht's ganz schnell. Aber gut aufgepasst von Mikey. Benson hat keine Chance gegen die Innenverteidiger. Aber er setzt sich gut durch. Und er holt die Ecke sauber. Flanke auf den zweiten Mikey. Oh, der köpft am Ball vorbei. Das gibt's nicht. Oh. Nee. Neurofunk mit Platznetzzentrale. Tormenta wird gestört. Setzt sich trotzdem durch. Lolski. Boah, da gibt's einen Megaball von Twister, die frühe Flanke auf Sachse, Abschluss 3-2. Okay, wir haben ein Spiel. Kommt nicht, aber der Rebound. Oh, Sachse mit Platz. Gute Ballrolle, Scoop Turn. Schöner Ball auf Nico. Oh. Spielt er den nicht früher, den Ball? Also der Pro. Oh, das spielen sie schnell und gut. Tom, oh, was eine Bewegung. Mikey, gut gelöst. Twister mit dem Lang, Ben ohne Chance. Ah, Castrinho. Ei. Oh, gutes Anlaufen. Nico sieht Benson. Benson im 16er. Ah, Jalal dazwischen. Oder Jalal. Den Elfer, Mikey, keine Chance. Nico, keine Chance. Und jetzt Tom. Tornamente, Neurofunk, Twister dazwischen, wichtig. Befreiungschipper. Da gibt es eine gute Keule. Benson macht sich auf den Weg. Ballrolle, Scoop Turn und dann in die Füße von Lolski. Oh mein Gott, was passiert hier? Mikey kriegt nicht den Fuß dazwischen. La Tornamente. Donut wischig. Oh Bruder, hier fliegen aber die langen Bälle. Hilfe. Oh, direkt Walter kriegt seinen Fuß dazwischen.
Nee. So, wir gehen in die letzten 10. Ah, oh, stark von Magie. Oh, nö. Nee. Oh, Ben setzt sich gut durch. Lässt Nico überlaufen, aber Jalal kriegt die Füße dazwischen. Übersteiger wieder Jalal. Und er kommt. Tormenta macht sich auf den Weg. Nico kommt nicht raus. 4 zu 2. Ach, ist das bitter. Schalal dazwischen, da fliegt der nächste lange Ball. Ja, und der lange Ball ist mal aus. Das war's. Puh, GG. Es war auch wie gegen Digital die erste Halbzeit, die ihn so ein bisschen ja, in die Kniescheibe geschossen hat. Aber gut gekämpft, gut zurückgekommen. Super. Ja, 4 Spiele, 4 Punkte. Das ist unterm Strich nicht gut, aber wenn man die Gegner sieht, gegen die wir heute gespielt haben, ist das akzeptabel. Sag ich, wie es ist. Ach, das war sogar der Stream. GG. Ja. Saxo und Sally. Saxo und Sally. Saxo und Sally. Ah, das Tor war halt auch verwirrt, der lange Ball, ja. So, das. Na gut, das war im Aufbau. Oder als wir aufgerückt waren, hat es halt gekracht. Ach so. Oh. Zu Party einladen. Was Sachse? Zu Party einladen. Wer soll Interview? Sachse und Sally. Bitte. Jetzt habe ich die anderen Highlights gar nicht gesehen. Sally ist groß. Hallo. Ja, Sally ist gerade kacken, ja. Moin moin. Dann schick mir Mikey, oder warte, schlag ein. Oh, Bruder, der ist wieder aufgestellt. Ja, ja. Kracht's wieder. Kracht's wieder. Zur Party einladen. Hab ihn eingeladen. Mike schon weg. Ah, ne, da ist er doch. Warte, ich hab ihn einfach mal. Ja, moin. Moin. Einfach Buschi geschrieben. Interviewzeit. Oh, du bist übertrieben leise bei mir. Ich mach schon mal den lauter. Ja, Jungs. Tougher Games? Jo. Habt ihr schön geölt? Ja, war ölig. Hat Spaß gemacht auch trotzdem. Ja. Mike, fangen wir von hinten an. Wo war, also was war es? Hättest du? Du kannst dich auch noch ein Stück lauter machen. Ja, Bruder, bei mir kracht's, bei mir geht nichts lauter.
Nicht lauter machen irgendwie im Moment. Ne, Buschi hat mich gemeint. Achso. Ja. Ja, Mike, erzähl mal. Da hinten hast du ja schon gegen ein paar Öler gespielt jetzt. Durftest dran. Ja, also, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, gegen wen das war, hier die Ecken zum Beispiel. Das war ja krasser, wo sie sich außerhalb am Tor hingestellt haben. Und inzwischen Verteidiger und Torwart, sag ich mal, dazwischen gespielt haben. Ja. Und noch reinlegen konnten. Das war schon krass. Zum Beispiel. Das kann man. Aber auch so, die waren echt, echt stark, die ganzen Gegner so. Ja, keine Ahnung, war schwierig zu verteidigen. Auf jeden Fall. Ja, wenn du dann in so 1 gegen 1 Situation mit so einem bist, ist dann sehr unangenehm. Aber ich fand's trotzdem, ihr habt's gut gemacht. Ihr habt halt, Digital war unlucky, weil ihr ewig gewartet habt. Und dann kassiert ihr ja auch ziemlich früh das Tor. Und kam dann zweite Halbzeit besser raus. So, und eben waren halt auch dumme Tore, ne? Im Nachhinein. Aber was heißt dumme Tore? Also halt alles unlucky gelaufen. Vorwärtsbewegung, dann der lange LBY. Und dann gehst du mit 0-3 in die Halbzeit. Achso, stimmt, vor der Halbzeit war ja noch das 3-1, ja. Aber sonst, ja. Ich fand, ihr habt's gut gemacht. Ja. Ja. Ja, ich auch, also. Du hast mich jetzt lange gefragt, aber ich sag mal meine Meinung dazu. Ja, ich hab dich nicht gefragt, du hast schon gesagt. Also, Mikey. Ja, nee. Ja, wie das jetzt offensiv, also was war das Schwerste gegen so Mannschaften, weil die sind ja auch hoch angelaufen, musste viel mit Chippern arbeiten. Ja, also das Ding ist, dieses hohe Anlaufen, wir haben es oft, würde ich mal meinen, gut trotzdem rausgespielt. Ja, was für mich, oder was zumindest mein Empfinden jetzt aus dem Game heraus war, war, dass wir uns gerade auch im Spiel gegen Digital Sag's lauter, warte mal. Ja. Hä? Ja. Bruder, ich weiß nicht, dass. Ja, okay. Ja, Moment. Dass wir dort einfach ein bisschen, ja, also das kennst du ja eh noch vom Mitspielen, so erstmal unsere grundlegende Spieltags, ja, ich will es nicht Nervosität nennen, ich glaube keiner ist nervös, aber das ist so eine, ja, ist halt komisch manchmal bei uns. So, und da haben wir halt dann angefangen, Dinge zu machen, die für unser Spiel halt nicht gut sind. Und das hat es halt alles ein bisschen dann, ja, schwieriger gemacht, weil auch gegen Digital, ich finde, erstmal war das Ergebnis zu hoch. Wir müssen da niemals 3-0 verlieren. Ich glaube, das 1-0 war halt durch diese Ecke. Ja. Und die anderen beiden Tore waren unlucky. Da habe ich eh mal Fokus an der Außenlinie gekriegt und konnte dann den Ball nicht zum Verteidiger köpfen. Ja, ich glaube, dann Trunks sein, aber auch noch dazwischen. Und das 3-0 weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Aber da haben wir auch, wenn wir da unsere Angriffe ruhiger zu Ende spielen, können wir da safe auch vielleicht mal einen Ausgleich machen und dann wie hier auch einfach mal nah dran kommen. Und ja, auch gegen Revolt. Und Riedrode war ja auch ein gutes Team. Da haben wir ja auch gezeigt, dass wir es können. Also ich bin auf jeden Fall trotzdem zufrieden mit dem Abend, weil das waren, glaube ich, 3 Teams von 4, die hier um die Meisterschaft mitspielen. Die noch keine Niederlage hatten, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ja, dafür fand ich es wirklich gut. Ja. Ja, gerade gegen Digital. Wie gesagt, ihr hattet ja 15 Minuten, saßt ihr in der Lobby. Ja, das war eh Quatsch. Also. Ja? Also, es lag nicht dran, dass das irgendwie Verbindungsprobleme gab oder so. Wir haben einfach 10 Minuten in der Lobby gechillt und haben sich nicht gemeldet. Ja, ich hab's. Also, andere Teams hätten dafür gezogen. Sagen wir es mal einfach mal so. Einladezeit ist 10 Minuten, sie haben sich, glaube ich, 12 Minuten später gemeldet. Was? Aber ja, egal, wir wollen Pro Club zocken, scheiß drauf. Okay, ja, ich habe das ja auch im Stream verfolgt und habe mir auch gedacht, so, okay. Unangenehm auf jeden Fall. Aber man hat es bei euch halt gemerkt. Ja. Ihr wart da absolut kalt und in der zweiten Halbzeit kamt ihr besser rein und da war es auch auf einmal ein anderes Spiel. Naja, safe. Aber ja. Es ist, wie es ist, ne? Easy. Wie geht's jetzt weiter? Mit Donnerstag? Warte kurz. So. Ja, Donnerstag VPL. Ich weiß gerade nicht aus dem Kopf, wer der Gegner ist.
Ich schicke ja den Plan dann morgen rein. Und ja, jetzt ist das Einzige, was jetzt mal, was man vielleicht jetzt mal dazu sagen kann zu den nächsten Wochen, ist, dass es jetzt mal wieder überschaulicher wird und einfach ein Alltag draus wird. Man muss ja schon sagen, die letzten 1,5 Monate war ja, oder fast, sind ja schon fast 2 Monate, war ja fast jede Woche permanent, sage ich mal, Pflichtspieleinsatz, weil Penguin Cup, diese Challenge-Matches, dann die Ligaspiele, die verschoben werden mussten, plus Pokalspiele, etc., etc. Genau. Ja. Ne, was ist das jetzt hier? Pro League, Pro League. Pro League sind immer 4 Spiele in der Woche. Nee, 3. 3. Du Achso, musst das eine jetzt war nach das 5 Spielen nachholen. Verlegte. Oder das Nachgeholte, ja. Die anderen 2 Spiele, also es waren ja insgesamt 3 Spiele, die wir nachholen mussten. Da haben wir ja 2 am Donnerstag gespielt und eins heute. Okay. Deswegen der Start ja schon zu früh. Es war nicht gewollt, dass wir ein Ligaspiel 1950 spielen. Ja, aber nichts mehr ohne. Schauen wir noch mal kurz. Ja, ne, easy. Was haben wir hier? Paderborn gegen Digital. Digital liegt hinten, okay. Ja, ne, easy, Jungs, dann seid ihr entlassen. Wie Dann gesagt, danke also. dir. Bis. Ja. Ja, das auf jeden Fall nicht Kopf hängen lassen, weil die drei Gegner, die waren schon. Nee, auf gar keinen Fall. Also ich fand, dass wir mitgehalten haben. Natürlich, ja. Also ich finde auch die Ergebnisse am Ende zu hoch. Auch das gegen Revolt. Da haben wir ja irgendwie 2-mal Tore gekriegt, weil der Nico irgendwie Fokus an der Mittellinie kriegt. Ja, Bruder, Müssen der muss das auf auch jeden Fall mal den Stream ausmachen. überlegen. Der hat vorhin einen 77er Ping gehabt. Okay, hat nichts gesagt, also scheinbar war für ihn alles gut. Aber ja, er hatte trotzdem seine Dinger gehalten, an ihm lag es auf jeden Fall nicht. Aber ich muss mich mal erkundigen bei irgendjemandem, der einen guten Torwart kennt, wo man vielleicht diesen Fokus wegbekommen kann, weil das kannst du mir ja nicht erzählen, dass man den Fokus nicht entfernen kann. Er geht ja an der Mittellinie, der Ball fliegt über die Mittellinie, er kriegt Fokus. Ja. Es waren auch ekelhafte Bälle, das ist ja auch wild gewesen, die haben den Ball in der Ja. Innenverteidigung gekriegt und haben einfach lang geschwartet, so, aber ja. Die davor aber auch digital, ne? Und die Bälle, die kamen halt einfach. Ja, Also, wie es wenn ist es halt geplant schon wäre. so. Ich Ja. weiß halt nicht, da hätten wir auch mit 2-Meter-Spielern weiterspielen können, meine Freunde. Weil, ich weiß jetzt nicht, wo. Ja, als Oder nächstes. auch diese Eckball-Taktik, also das sah schon. Boah. Ich weiß nicht, ob man die. Ja, hab ich Die auch haben wir nicht gesagt. oft genug gespielt, aber. Ja. Ne? War halt nicht zu erwarten. Bugmäßig. Ja. Ja. Bugmäßig. Nee, habe ich auch gesagt. Also, das ist. Aber, ja, das ist erlaubt und dann heißt es nachmachen. Lernen, nachmachen. Nee, easy, Jungs, dann macht Jella. Halber 11. Alles klar, dann danke ich dir. Jo, Dann easy, mein schönen Lieber. Abend. Ey, Jungs, ich mach direkt aus. Dann Ciao, Maggie. schönen Ciao, Abend ciao. Dir auch. Ey, ich mach direkt aus. Schön, dass ihr da wart. Gut gespielt. Bisschen wenig Punkte, aber ey. Die holen wir dann nächste Woche, wenn es weitergeht. In dem Sinne, guter Stream, Großer. Bruder, halt die Fresse mit deinem Großer, du Bastard, sonst kriegst du einen Permaban. In dem Sinne, hau da rein.